meine angehenden Wahnsinnigen. Willkommen zu einer Reise in die schreckliche Welt, die uns die Geschichte heute enthüllt. Ich bin euer Gastgeber Dr. Wahnsinn. Und wir werden tief in die Abgründe der Erzählung eintauchen, die uns von einer Expedition in den Amazonas-Dschungel berichtet. Bereitet euch darauf vor, die finsteren Geheimnisse dieser Geschichte zu enthüllen und die furchterregenden Enthüllungen zu erleben, die auf uns warten. Auf in den Wahnsinn! Wir stiegen aus dem Himmel herab wie eine uralte Kreatur aus den Legenden. Doch der Ort, den wir bereisten, gehört den Mythen und Legenden. Das Team, das mich begleitet, ist gelinde gesagt harmlos. Professoren, Wissenschaftler, nur hier, um zu lernen und zu beobachten. Wir sind an die entlegensten Orte der Natur gereist, um die letzte unentdeckte Zivilisation der Menschheit zu finden. Ein Stamm von Ureinwohnern, tief im Amazonas lebend. Ihr Name ist unbekannt, ihre Existenz ist reine Spekulation. Kein lebender Mensch hat sie je gesehen und diejenigen, die es versucht haben, sind nie zurückgekehrt. Natürlich gibt es Legenden von Kreaturen im Wald, Geistern, Flüchen, aber wir wissen, dass diese Dinge falsch sind. Teilweise sind wir deshalb hier, um die Fantasien zu begraben und der Welt zu zeigen, dass wir hier am Rand der Welt keine Bestien finden werden, nur Menschen, die sich kaum von uns unterscheiden. Es stimmt, dass niemand weiß, was aus der vorherigen Expedition geworden ist, weshalb wir Waffen mitgebracht haben. Nicht, dass wir sie jemals gegen einen Menschen einsetzen würden, aber im Dschungel gibt es Raubtiere, die ein paar ungeschickte Wissenschaftler leicht zur Beute machen könnten. Das Dorf kommt in Sicht und wir sind überglücklich. Es ist real, aber wir würden nirgendwo in seiner Nähe landen, aus Angst, die Einheimischen zu erschrecken. Als wir es inspizieren, sehen wir nichts von ihnen. Nur Überreste von dem, was wie Häuser aussehen. Leas Augen leuchten vor Staunen. Es ist unglaublich, auf die Dächer zu schauen, viel fortschrittlicher als wir dachten, sagte sie uns all diese Dinge, sprach aber wirklich mit sich selbst. Sie hatte die Angewohnheit, das zu tun, besonders wenn niemand hinsah. Wir landen am Flussufer und steigen unter den rotierenden Propellern hervor. Der Pilot, der keine Lust hat, sich durch den Dschungel zu kämpfen, bleibt bei dem Hubschrauber zurück. Die Nacht wird klar sein, also sagt er uns, dass wir so lange bleiben können, wie wir brauchen. Er wird wahrscheinlich ein Nickerchen machen, bis wir zurückkommen. Wir wandern eine halbe Meile von der Landezone entfernt. Der Dschungel ist dicht und feucht. Durch den Dschungel zu gehen, ist wie durch Suppe zu laufen. Die Männer, mich eingeschlossen, stöhnen und klagen, während Lea einfach das Lied anstimmt. Für sie ist jeder mühsame Schritt ein weiterer Fuß näher zur größten Entdeckung unseres Lebens. Ich betrachte sie mit Bewunderung und etwas mehr, aber das behalte ich für mich. Der Wald selbst ist dunkel. Das Blätterdach über uns ist zu dicht. Die Sonne erreicht kaum die Baumwipfel. Diejenigen, die hier leben, können kaum durch den Dunst sehen, der die Welt um sie herum verschwimmt. Sie müssen kein Konzept von Fremden haben, von Menschen, die anders aussehen, die neue Technologie mit sich führen. Wir müssen mit Freundlichkeit und Gelassenheit vorgehen. Und vor allem müssen wir sie die Regeln unserer Ankunft bestimmen lassen. Wir erreichen das Dorf, aber es gibt keine Spur von ihnen. Lea ist sichtlich aufgebracht. Sie hoffte, sie versteckten sich einfach vor dem Hubschrauber, wahrscheinlich vor Angst davor. Aber sie drückt es nieder, bemüht, keine Anzeichen von Enttäuschung vor dem Team zu zeigen. Ich kenne sie zu gut und sehe es ganz klar. Sie löst sich von der Gruppe, gibt vor, einfach von den Häusern und Artefakten fasziniert zu sein. Und das ist sie auch, aber eigentlich möchte sie einfach eine Weile alleine sein. Wir alle möchten das. Wir kamen, um eine historische Entdeckung zu machen, um Menschen zu treffen, die nie etwas oder jemanden außerhalb von sich selbst gekannt haben. Eine der letzten echten Entdeckungen in der ganzen Welt. Und wir fanden nur ein verlassenes Dorf, das sich nicht viel von anderen unterscheidet. Ich wandere am Rand der Lichtung entlang. Der Dschungel zu meiner Linken, das Dorf zu meiner Rechten, auf der Suche nach Spuren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihre Häuser verlassen haben oder einfach im Moment nicht da sind, aber es sieht nicht gut aus. Einige bleiben immer zurück. Kinder, Säuglinge, Ältere, man kann nicht erwarten, dass sie durch den Dschungel marschieren, es sei denn, etwas hat sie vertrieben. Ich halte an und lausche dem Dschungel. Ich schaue hinein, aber er ist so dicht, dass ich kaum mehr als ein paar Meter sehen kann. Dennoch spüre ich, wie er zurückblickt. In der Lichtung des Dorfes fühle ich mich nackt bloßgestellt. Ein Teil von mir, ein kleines, schwer erreichbares Stück meines früheren Selbst, fragt sich,
ob es in den Wäldern wirklich Monster gibt. Wir setzen unsere Erkundung fort, Stunden vergehen. Ich durchsuche eines der Häuser, mein Notizbuch in der Hand, und mache reichlich Notizen zu allem, woran ich denken kann. Durch die Öffnung in der Wand sehe ich meine Kollegen ihre Waffen ablegen. Keine Dschungelkatzen sind gekommen, um uns zu jagen. Und es scheint unwahrscheinlich, dass sie es jetzt tun würden. Mein eigenes Gewehr lehnt an der Wand neben mir. Ich denke nicht darüber nach. Ich höre Lea ausrufen. Ihre Stimme steigt vor Schock an und fällt mit sanfter Neugier, obwohl ich nicht hören kann, was sie sagt. Ich schaue hinaus und erstarre. Sie und der Rest des Teams betrachten den namenlosen Stamm, der sich irgendwie aus dem Dschungel manifestiert hat und den gesamten Rand des Dorfes entlang steht. Es gibt Hunderte von ihnen. Sie müssen die ganze Zeit dort gewesen sein und uns einfach beobachtet haben. Ihre Körper sind rot und schwarz bemalt. Sie sind jung und alt und alles dazwischen. Eine lange Zeit lang beobachten meine Kollegen sie einfach, während auch sie beobachtet werden. Und dann tritt langsam ein Mann aus dem Rest des Stammes heraus. Er deutet auf den Himmel. Seine Hand bewegt sich in einem kleinen Kreis. Er scheint eine Frage zu stellen. Ich verstehe ihn. Er fragt nach dem Hubschrauber. Ich sehe es in ihren Augen. Lea lächelt und nickt. Sie deutet auf sich selbst. Ja, wir waren das. Sie hebt die Hände hoch und die anderen tun es ihr gleich, zeigen ihre Menschlichkeit und Verletzlichkeit. Es ist ein außergewöhnlicher Moment. Der Stammesmann tritt näher und die anderen tun es auch. Ihre Angst lässt nach und ihre Verwirrung verwandelt sich in Neugier. Die Kinder kichern, als sie sich dem Team nähern und die seltsamen Kleider berühren. Ich trete aus dem Unterschlupf, aber sie sehen mich noch nicht. Sie sind alle fasziniert von dem Team. Die Neugier der Kinder wandert von den Kleidern zu der Ausrüstung und dann zu den Gewehren. Lea ruft, als eines der Kleinkinder seine Hände in den Abzugbügel legt. Die Menschen ziehen sich vor ihrer plötzlichen Veränderung des Verhaltens aus Angst zurück. Ein Knall durchbricht die kurzzeitige Stille. Es ist der lauteste Klang, den sie gehört haben, abgesehen vom Donner. Ein einziger kleiner Körper fällt zu Boden. Sein Torso ist in zwei Hälften gerissen. Ich ziehe instinktiv in den Unterschlupf zurück. Ich beobachte, wie die Mutter des gefallenen Jungen sich zu ihm hinunterbeugt und versucht, ihn aufzuwecken. Lea bedeckt ihren Mund vor Unglauben. Die anderen Mitglieder des Teams starren nur. Leas Blick fällt auf mich. Sie bittet um Hilfe. Etwas huscht über ihr Gesicht, etwas Holziges. Blut strömt aus einer Platzwunde auf ihrer Stirn. Der Dorfälteste hat sie mit einem Knüppel geschlagen. Sie fällt auf den Boden, ihre Augen immer noch geöffnet. Sie bewegt sich nicht und schreit nicht. Bevor ich begreife, was das bedeutet, sehe ich meine Kollegen betteln, während Stammesmitglieder auf sie zugehen, Knüppel und Steinklingen erheben. Ich ducke mich in den Unterschlupf und verstecke mich. Ich höre nur wenige Sekunden flehendes Betteln und dann das Knirschen von Knochen und dumpfe Schläge. Eine Stille legt sich über das Dorf. Das Wehklagen der Mutter erfüllt die Luft. Das Massaker an meinem Team hat weniger als 10 Sekunden gedauert. Meine Hände zittern, meine Knochen vibrieren. Ich habe noch nie zuvor so viel Angst gekannt. Langsam greife ich nach meinem Gewehr an der Wand. Ich halte es in meinen Händen, weiß aber nicht, was ich tun soll. Es sind viel zu viele von ihnen. Ich sitze da und wiege es wie einen Teddybären, wie ein Kind nach einem bösen Traum. Ich beobachte sie aus meinem Unterschlupf. Die Frauen trennen die Mutter von ihrem toten Kind. Ich nehme an, um ihn zu reinigen und für die Beerdigung vorzubereiten. Die Männer stapeln die übrigen Leichen. Einige zerren an ihren Kleidern und betrachten sie mit Staunen. Die Tötungen bedeuten ihnen nichts. Sie töten jeden Tag, um zu überleben. Ich sehe Leas Hand unten herausschauen. Die Hand, die ich gerne gehalten hätte, ist jetzt Brennmaterial für das Feuer. Die Männer bringen Stöcke und Holzstücke aus einem nahegelegenen Haus. Sie errichten einen Scheiterhaufen. Wenn ich in den Dschungel gelangen und meinen Weg zurück zum Flussufer zum Hubschrauber finden kann, kann ich immer noch überleben. Ich schwitze, mein Mund schmeckt bitter, meine Haut prickelt. Ich wende meine Augen dem Wald zu. Ich bleibe versteckt, warte darauf, dass sie das Feuer anzünden. Das Feuer wird die Männer ablenken. Ich hoffe, dass seine Helligkeit den Rand des Lagers, an dem ich mich befinde, schwerer erkennbar macht. In meinem Kopf plane ich meine Route, plane meinen Lauf, und ich denke darüber nach, was ich tun werde, wenn sie kommen.
Ich schleiche mich nach hinten in das Haus, bereit zum Sprint. Ich beobachte die Männer von um die Ecke des Hauses, als die Männer den Feuerstein schlagen. Aber sie hören auf, bevor ein Feuer entsteht. Sie reden und zeigen auf den Dschungel hinter sich. Sie nehmen ihre Waffen auf und strömen genau in die Richtung, in die ich gehen muss. Nach einem Moment der Stille strömen die Frauen und Kinder aus dem Haus, in dem der Junge vorbereitet wurde. Sie gehen leise in ihre eigenen Häuser, höchstwahrscheinlich um auf den Beginn der Beerdigungszeremonie zu warten. Eine Frau geht auf das Haus zu, in dem ich mich verstecke. Drei andere bewegen sich neben ihr zu den beiden Häusern hinter mir. Ich kann mich nicht verstecken. Wenn sie kommen, wird mindestens eine von ihnen mich sehen. Ich schleiche mich zurück ins Haus und lehne mich an die Wand. Das Gewehr in der Hand. Ich warte. Die Tür schwingt auf und die Frau tritt ein. Sie steht im Zentrum des Hauses. Sie hat mich noch nicht gesehen und dann weint sie. Alles, was ich will, ist, sie alleine zu lassen. Alles, was ich will, ist, sie einfach trauern zu lassen, fortzugehen und meine eigene Trauer mit mir zu tragen. Aber sie sind überall und ich stecke mittendrin. Sie wischt sich die Tränen ab und dreht sich um. Unsere Blicke treffen sich. Sie erstarrt. Ich lege meinen Finger auf meine Lippen in der Hoffnung, dass sie die Geste versteht. Und das tut sie. Oder vielleicht ist es die Waffe in meiner Hand, die sie zum Schweigen bringt. Sie weiß, wozu sie fähig ist. Ich zeige auf den Boden, ängstlich senkt sie sich und legt sich mit der Wange auf den Stein. Ihre Trauer verwandelt sich in Angst und sie weint weiter in Stille. Was sie nicht wissen kann, ist, wie sehr auch ich Angst habe. Ein Wort, ein Laut von ihr und die draußen Verbliebenen werden mich zerreißen. Ich beeile mich zu ihr. Ich lege ihre Hände auf ihren Rücken und wickle ihre Handgelenke mit einem Stück Stoff zusammen, das ich mitgebracht habe, um den Schweiß aus meinen Augen zu halten. Ich reiße ein Stück meines Hemdes ab und benutze es, um ihren Mund zu knebeln. Jetzt wird sie überleben. Und mit etwas Glück werde auch ich überleben. Ein brennender Schmerz brennt in meiner Achillessehne. Die Frau hatte sich in den Rücken ihres Rocks gegriffen und ein Messer herausgenommen, während ich versuchte, sie zu knebeln. Das Messer bohrt sich in mein Bein bis zum Knochen. Sie öffnet den Mund, um zu schreien, aber ich lege meine Hände über ihre Lippen. Ihr Kopf zuckt, ihr Rücken krümmt sich. Ich halte meine Hände an Ort und Stelle, aber ich weiß, dass sie nicht aufhören wird, gegen mich zu kämpfen. Sie glaubt, ich sei hier, um ihr weh zu tun. Ihre Beine treten, schlagen auf den Boden. Der Schmerz ist so groß, dass ich kaum denken kann. Bald wird sie frei sein, ich werde erwischt werden. Ich lege meine Hand über ihre Nase und lehne mich nach unten, lege mein ganzes Gewicht auf sie. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, dass ich jemanden töte. Ich spüre, wie ihr Körper sich anspannt und zuckt, als sie begreift, was passiert. Sie begreift, dass es keinen Ausweg gibt. Ich kam hierher in dem Glauben, dass diese Menschen nichts vor uns zu befürchten haben, aber jetzt weiß ich, dass ich mich getäuscht habe. Ihre Rückenmuskeln entspannen sich als erste. Dann fällt ihr Kopf auf meine Hand. Ihre Augen bleiben offen, aber sie ist nicht mehr da. Die junge Frau ist fort. Ich rolle ihren Körper und falle neben ihr auf den Boden. Blut aus meinem Bein sammelt sich unter mir. Für einen Moment frage ich mich, ob das ein Traum ist. Als ich sitze und sie ansehe, sehe ich nur die Ähnlichkeiten zwischen ihr und Lea. Ihre Statur, ihr dunkles, glattes Haar. Jemand schreit im Dorf. Ein Mann. Ich ziehe mich hoch und hebe meine Augen zum Fenster. Der Hubschrauberpilot wird von zwei Männern geschleppt, als sie aus dem Dschungel kommen. Die Leute beginnen, aus ihren Häusern zu treten. Der Pilot wimmert, verängstigt, verwirrt. Es ist erst, als er seine Augen auf die Leichen des Teams richtet, die er hierher gebracht hat, dass seine Schreie panisch werden. Im Gegensatz zum Rest des Teams, die schnell getötet wurden, wird der Pilot am Leben gelassen, während der Älteste mit den Dorfbewohnern spricht. Sie haben jetzt die Kontrolle. Ihre Ängste dominieren nicht mehr. Jetzt denken sie nur noch an die Zukunft, an eine Zeit, in der Fremde wieder kommen und mehr von ihnen töten könnten. Deshalb müssen sie diesem Mann ein Schauspiel bieten. Ein Beispiel. Ein Symbol, das sagt, dass dies mit den Menschen passiert, die unser Land betreten und unsere Sicherheit verletzen. Die Männer binden dem Piloten die Arme und Beine. Sie knebeln ihn, damit er nicht schreien kann.
Der Älteste schließt die Augen und hebt die Hände zum Himmel. Er fängt an zu singen, sein Körper zittert, er bebt in einem Todesreigen. Die Dorfbewohner umgeben ihn. Sie folgen seinem Vorbild. Bald versperren ihre Körper meine Sicht auf den Piloten. Ihre Hände gleiten nach unten. Ich schaue zwischen den Körpern hindurch und sehe es. Die Dorfbewohner senken sich zum Piloten hinab. Nägel und Zähne zerren an seinem Fleisch. Sie werden ihre Angst verzehren. Sie werden sie besitzen. Selbst durch den Knebel kann ich ihn schreien hören. Ich renne von hinten aus dem Haus. Mein verwundetes Bein macht es unmöglich, so schnell zu gehen, wie ich müsste. Aber ich hoffe, sie sind zu sehr beschäftigt, um mich zu bemerken. Ich lasse das Gewehr fallen, es bremst mich. Ich würde nie in der Lage sein, mehr als ein oder zwei zu töten, bevor sie mich nehmen, bevor sie kommen. Der Dschungel ist zu dicht, der Boden zu rau. Ich weiß, dass es Tiere gibt, die den Blutspuren folgen werden, die ich hinter mir lasse. Weiter entfernt hinter den Bäumen erreicht ein weiterer Schrei den Himmel. Diesmal ist es eine Frau, die schreit. Sie haben sie gefunden, die junge Frau, die ich getötet habe. Ich renne so gut ich kann, aber ich höre bereits ihre Rufe. Sie kommen hinter mir her, laufen mühelos durch den Dschungel. Aber was sie nicht wissen, ist, dass ich weiß, wie man den Hubschrauber benutzt. Ich habe gelernt zu fliegen, damit Lea und ich eines Tages auf eigene Expeditionen gehen könnten. Nur zu zweit. Ich sehe ihre Schatten, ihre Gestalten flimmern durch die Blätter, ein- und aus dem Sichtfeld. Der Hubschrauber ist gleich vor mir. Ich sehe ihn am Ufer des Flusses. Wenn ich ihn starten kann, könnte die Bewegung und der Lärm ausreichen, um sie zu vertreiben. Ich setze auf meine zerrissene Ferse, Blut strömt aus der Wunde. Und obwohl ich nicht hinsehe, kann ich fühlen, wie meine Muskeln anfangen zu reißen. Sie sind hinter mir, sie sind direkt an meinem Rücken. Ich stürze mich auf den Hubschrauber, meine Hände erreichen den Griff. Ihre Füße hämmern den Boden, den ich gerade durchlaufen habe. Sie sind hier, aber ich springe hinein und verriegle die Tür. Ich setze mich auf, mein Atem steckt in meiner Lunge. Sie umgeben mich, ihre Körper sind mit Blut bedeckt, aber sie sehen nicht wild aus. Sie wirken geduldig. Ich greife nach den Bedienelementen, sie wurden zerrissen, zerstört, als sie den Piloten genommen haben. Ich schaue hinaus, meine Augen treffen ihre. Sie rücken näher. Ich weiß, was aus mir wird, und doch, wenn ich sie sehe, sehe ich mich selbst. Etwas hat sie erschreckt und ohne den bürokratischen Schnickschnack, der sie aufhält, haben sie einfach das Ding beseitigt, vor dem sie Angst hatten. Am Rand der Welt oder mitten in ihr sind wir alle gleich. Einmal beendeten meine Leute die Ureinwohner, heute haben sie uns beendet. Sie sind keine Wilden, sie sind wir und wir sind sie. Das war's für heute, meine mutigen Forscher des Unbekannten. Wir haben uns tief in die Dunkelheit gewagt und die erschreckenden Geheimnisse dieser Geschichte enthüllt. Denkt daran, diese unvergessliche Reise mit anderen Abenteurern des Horrors zu teilen und sicherzustellen, dass ihr nichts verpasst, indem ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns erneut auf eine schaurige Expedition begeben. Bleibt dran, denn der Wahnsinn kennt keine Grenzen.